Vielen Dank für das Musikstück und die Kindergeschichte. Ist ja immer wichtig, dass die Kinder mitbeteiligt werden. Ja, liebe Geschwister, schön wieder da zu sein in Deutschland. Wir waren ja länger Zeit weg, das wisst ihr. Viele von euch wissen das. Wir waren ja letzten Sabbat schon da, aber herzliche Grüße von Thorsten Megler und einigen anderen Australiern. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Ja. Genau, die PowerPoint muss noch an. Sie nennen sich die letzte Generation. Sie kleben sich auf Straßen, auf Landebahnen. Sie blockieren Straßen, sie hängen Schilder von Brücken und meinen, sie seien die letzte Generation, die noch was tun kann, um das Klima zu retten. Klimaretter eben nennen sie sich. Es gibt aber mehrere Namen für diese Gruppen, die sich so outen und für das Klima sich einsetzen. Extinction Rebellion zum Beispiel oder Friday for Future oder Greenpeace ist ja schon länger bekannt. Oder eben The Last Generation. Fast täglich bekomme ich E-Mails. E-Mails, wo sich Firmen für CO2-neutral deklarieren. Wie viel CO2 sie einsparen und wie viel sie fürs Klima tun. Das ist gut fürs Image. Ich kann mich freikaufen, so eine Art Ablasshandel. Das kennen wir, glaube ich, aus dem Mittelalter, nicht wahr? Beispiel für so eine E-Mail, wie sowas klingt. Die Welt hat verstanden, dass die Klimarettung eine große Herausforderung ist, an der wir gemeinsam arbeiten müssen. Mit uns haben Sie in Sachen Nachhaltigkeit einen innovativen Partner an Ihrer Seite. Unsere Mission, also deren Ziel, klimaneutrales Hosting und die Verwendung von 100% grüner Energie für unsere europäischen Rechenzentren. Im Jahr 2021 konnten wir so bereits 226 Tonnen CO2 einsparen. An der letzten Delegiertenversammlung in Bayern gab es eine Meldung, dass wir doch den Klimaschutz in unsere bayerische adventistische Verfassung aufnehmen sollten. Selbst die beiden Vorsteher der Verbände sind auf diesen Propagandazug aufgesprungen und schreiben im letzten Adventisten heute, dass wir das Buch Vom Schatten zum Licht aufgrund ökologischer Bedenken nicht in Massen drucken und verteilen sollten, denn das verwendete Papier vernichtet zu viele Bäume. Ach wirklich? Ich dachte, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Der Begriff Umweltschutz und Naturschutz hat man jetzt mit dem Schlagwort Klimawandel versehen. Und damit hat man ein noch größeres internationales, weltweites Narrativ kreiert. So ähnlich wie Covid-19, nicht wahr? Eine tödliche Seuche, die um die ganze Menschheit herum grassiert. Die Krisen waren früher oft national, jetzt werden sie international. So wie die Bibel es eigentlich in Offenbarung 13 wunderbar beschreibt. Als die Endzeit vor Jesu Wiederkunft, da beschreibt sie, dass die ganze Welt darin verwickelt ist. Und wir sehen, wie sich die Prophetie erfüllt vor unseren Augen. Nun, ein kleiner Einschub, bevor wir über die Klimathematik weiter sprechen. Wie steht Glaube und Wissenschaft zueinander eigentlich? Wem müssen wir mehr vertrauen? Welchen Stellenwert hat Wissenschaft eigentlich für einen Christen? Es ist interessant, dass 70% der evangelikalen Christen in den USA gefragt wurden, ob sie an den Klimawandel glauben, und sie haben gesagt, nein. Nicht, weil sie wissenschaftsfeindlich sind oder zu konservativ, das wird ja manchmal von Atheisten den Christen vorgeworfen, aber dass gerade die bibeltreuen Christen die besten und die größten Fortschritte im Leben der Menschheit gebracht haben, das ist vielen gar nicht bewusst. Ich zeige euch mal drei Männer. Isaac Newton ist natürlich bekannt, ich habe das Foto gemacht im Bibelmuseum in Washington.
Isaac Newton, bedeutendster Wissenschaftler für Physik und Mathematik, Gravitationslehre und so weiter. Was sagte er hier? Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen Gott. Wer aber richtig nachdenkt, der muss an Gott glauben. Ich habe in meinem Leben zwei wichtige Dinge gelernt, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein noch größerer Retter ist. Was für ein Wort. Oder Galileo Galilei, nicht wahr, sehr bekannt und berühmt. Was sagt er? Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen. Wir wissen, dass er verfolgt wurde von der katholischen Kirche damals und deswegen hat er auch diese Aussage gemacht. Auch ein sehr gläubiger, bibeltreuer Christ. Und Johannes Kepler, ein Deutscher, ein Wissenschaftler, Astronom, Physiker, Mathematiker, sagte, mein höchster Wunsch ist, den Gott, den ich im Äußeren überall finde, auch innerlich, innerhalb meiner gleichermaßen gewahr zu werden. Was für ein Wort. 1916, also vor rund 100 Jahren, wurden ungefähr 1000 Naturwissenschaftler gefragt, glauben Sie an Gott, an einen biblischen Gott, an den Schöpfer? Ungefähr 40% damals der Wissenschaftler hat gesagt, ja, wir glauben daran. 100 Jahre später, also vor ungefähr 5-6 Jahren, hat man genauso gefragt, 1000 Wissenschaftler, glauben Sie an einen lebendigen Gott? Die gleiche Anzahl, 40% in etwa, hat gesagt, ja, wir glauben an einen lebendigen Gott. Interessant. Glaube und wahre Wissenschaft scheint also gar kein Gegensatz zu sein. Nein, sie ergänzen sich ja viel mehr. Wie viele Irrtümer hat ja eigentlich die sogenannte Wissenschaft immer wieder hervorgebracht, gerade durch atheistische Wissenschaftler? Haben wir das nicht erst die letzten Jahre gesehen? Gerade jetzt erst vor kurzem? Versprechen und Realität der Wissenschaft anhand der Corona-Pandemie. Die Impfung schützt vor Ansteckung. Das haben sie gesagt. Falsch. Geimpfte Menschen sind nicht ansteckend. Auch das war ein Irrtum. Die Impfungen helfen, eine Herdenimmunität zu entwickeln. Nein, auch das ist nicht wahr. Die Ungeimpften werden schwer krank und sogar oder wahrscheinlich sterben. Nein, im Gegenteil. Die Masken schützen vor Ansteckung. Auch das ist leider nicht wahr. Die Impfungen haben keine Nebenwirkungen. Wir sehen ja, was passiert. Und es gibt keine natürlichen Behandlungsmethoden. Und wir können es noch weitergehen. Ich habe bloß einige solche Dinge rausgenommen. Und was sagt die Bibel aber zu Glaube und Wissenschaft? Die Bibel sagt, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Gott hat schon gewusst, dass die Menschheit irre geht. Das hat er gewusst. Und als Warnung hat er uns ja die vorsintflutliche Welt gegeben. Das ist die Welt, die gesagt hat, es kann nicht sein, dass Regen kommt. Das gibt es nicht in der Natur. Die Wissenschaftler konnten das nicht erklären. Und es heißt hier in Matthäus 24, denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken und heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und, wie geht's weiter? Nichts merkten. Sie merkten es einfach nicht, obwohl die Zeichen drumherum tatsächlich da waren. Die Verkündigung war da. Noah predigte. Die Tiere kamen in die Arche. Sie merkten nichts. Sie fanden es seltsam, ja. Aber sie merkten nichts. Leider glaubten damals mehr die Menschen mehr der Wissenschaft als dem Wort Gottes. Und hier ist ein Zitat über diese Zeit. Was geschah damals bei diesem drastischen Klimawandel? Den gab es ja schon mal. Den gab es ja schon öfters. Wir werden es gleich studieren. Klimawandel durch die Sintflut. Und da heißt es hier, in dieser Zeit wurden riesige Wälder begraben. Sie verwandelten sich inzwischen in Kohle und bildeten die ausgedehnten Kohlenlager, die auch große Mengen Öl liefern.
Beide entzünden sich oft und geraten unter der Erdoberfläche in Brand. So werden die Felsen erhitzt, der Kalkstein gebrannt und das eisenhaltige Erz geschmolzen. Kommt zum Kalk noch Wasser, steigert sich die Glut zu ungeheurer Hitze und verursacht Erdbeben und Vulkanausbrüche. Wenn Feuer und Wasser sich mit Fels- und Erdschichten berühren, ereignen sich unterirdisch schwere Explosionen, die sich wie entferntes Donnergrollen angehören. Darf ich mal kurz innehalten? Hat schon jemand ein Erdbeben erlebt? Darf ich mal hin? Ja. Hat sich das wie Donnergrollen angehört? Also ich habe es erlebt, ja, wie so ein Donnergrollen. Die Luft ist dann heiß und stickig. Finden auch ungenügende vulkanische Tätigkeiten, die erhitzten Elemente keinen Austritt, bebt die Erde. Der Boden hebt und senkt sich wie Meereswellen und große Erdrisse entstehen, die ganze Ortschaften und verbranntes Gelände verschlingen. Solche gewaltigen Erscheinungen werden sich kurz vor der Wiederkunft Christi und dem Ende der Welt als Anzeichen der Vernichtung häufiger und schrecklicher wiederholen. Und ich denke, das erleben wir gerade. Wir sind gerade in dieser Zeit, wo es sehr gehäuft vorkommt. Also Wissenschaft ist ja gut in vielen Bereichen, aber in manchen Dingen ist sie ein Fluch, wenn ich zu falschen Schlüssen komme. Wir haben hier ein Beispiel, was ich kurz erwähnen möchte, und zwar das Statement von Adcom. Das haben wahrscheinlich viele gelesen. Da geht es darum, dass 2015 Adcom, also das ist eine Abteilung der Generalkonferenz, folgende Empfehlung gegeben hat: Die Kirche des siebenten Tags Adventisten legt großen Wert auf Gesundheit, schreiben sie, und Wohlbefinden. Der adventistische Gesundheitsschwerpunkt basiert auf der biblischen Offenbarung, dem inspirierten Schriften von Ellen White und auf anerkannter wissenschaftlicher Fachliteratur im Peer Reviews, heißt es im Fachenglisch. Wir ermutigen dann und so weiter, sich auch mehr oder weniger impfen zu lassen, wer es möchte, aber wer nicht, der ist auch frei. Da kommt etwas Interessantes hinein. Also wir haben nicht nur zwei Dinge, die Bibel und Geist der Weissagung, nein, wir haben auch noch die Wissenschaft, die wissenschaftlichen Fachliteratur. Ist das tatsächlich das, was wir glauben? Ist die Wissenschaft ein Teil der Bibel und dem Geist der Weissagung? Und nehmen wir die Wissenschaft auch noch dazu? Ich denke, dann wird es problematisch. Denn in unseren Lehren und Glaubenspunkten haben wir das nie festgehalten. Die Bibel und Geist der Weissagung, das sind die zwei Stützen, auf denen wir stehen. Sonst müssten wir ja die Evolution vielleicht annehmen, weil die meisten Wissenschaftler natürlich auch die Evolution fördern. Also, sehr gefährliche Aussage. Und Ellen White schreibt dazu einiges. Und wir wollen mal uns einige Zitate anschauen, wie wir die Wissenschaft richtig betrachten sollten. Da heißt es hier aus Christian Education, also das Buch Christliche Erziehung: Die Gebote und Grundsätze der Religion sind die ersten Schritte zur Aneignung von Wissen und bilden die Grundlage der wahren Bildung. Was ist die Grundlage der wahren Bildung? Was steht da? Die Gebote Gottes und die Grundsätze der Religion, also die Bibel, ja? Wissen und Wissenschaft müssen durch den Geist Gottes belebt werden, damit sie den edelsten Zwecken dienen können. Nur der Christ kann das Wissen richtig gebrauchen. Die Wissenschaft muss, um voll gewürdigt zu werden, von einem religiösen Standpunkt aus betrachtet werden. Das Herz, das durch die Gnade Gottes veredelt ist, kann den wahren Wert der Bildung am besten begreifen. Interessant. Echte Wissenschaft kann nur durch den religiösen Blickwinkel, also den biblischen, wirklich vernünftig und wahrhaft erkannt werden. Und dann sagt sie weiterhin: Wenn die Kenntnisse der Wissenschaft nicht ein Sprungbrett zur Erreichung der höchsten Ziele sind, ist es wertlos. Eine Ausbildung, die nicht ein Wissen vermittelt, das so dauerhaft ist wie die Ewigkeit, ist sinnlos. Wenn du nicht den Himmel und das zukünftige, unsterbliche Leben vor Augen hast, sind deine Errungenschaften von keinem bleibenden Wert. Genau so ist es. Was nützt es, wenn du top Wissenschaftler bist und schöne Entdeckungen gemacht hast, aber es nicht
im Sinne der Ewigkeit gebrauchst für Gott. Zurück zu den Klimarettern. Das war so ein kleiner Auszug, Glaube und Wissenschaft. Zurück zu den Klimarettern. Auch der letzte Titel, nicht wahr? Die letzte Generation. Hat's in sich, oder? Das hat was. Das hat was. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich hoffe, wir sind die letzte Generation. Denn dann kann die Sünde ein Ende nehmen. Aber Klima- oder Menschenretter, was ist wirklich top aktuell, Geschwister? Und was ist das, was wir verkündigen sollten? Klimaveränderungen, Katastrophen wie Erschütterungen, Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen gab es übrigens schon viel in den letzten Jahrtausenden. Die Klimatologen und die Ökologen und die Geologen und wie sie alle heißen, sind sich einig darüber, dass die Erde in der Vergangenheit einen signifikanten Temperatur- und Klimawandel erlebt hat. Trotz der Tatsache, dass dieser Klimawandel offensichtlich nicht von menschlicher Aktivität verursacht wurde, sind genau diese Wissenschaftler heute davon überzeugt, dass der Mensch der primäre Grund für den heutigen Klimawandel ist. Ist das nicht verrückt? Es scheint drei Hauptmotivationen zu geben, warum sie das glauben. Erstens, manche glauben wirklich, dass der Treibhauseffekt den Klimawandel verursacht. Sie missverstehen die Daten und kommen so zu einer Schlussfolgerung. Zweitens, stellen sich manche hinter dem Klimawandel Gedanken fast mit religiöser Inbrunst. Viele der Umweltbewegungen sind von dem Schutz der Erde so besessen, dass sie jedes Argument nutzen, um dieses Ziel zu erreichen, egal wie logisch oder unlogisch es sein mag. Und drittens unterstützen manche den Klimawandel oder die Mentalität, ja, weil es gute Finanzen bringt. Man kann damit Good Business machen, ganz einfach. Jetzt, was sagt die Bibel zu Klimaveränderungen? Was sagt die Bibel zu diesen ganzen dramatischen Ereignissen, die es tatsächlich gibt? Und wenn wir die Bibel mal kurz so quer lesen, 1. Mose 40 zum Beispiel, oder 41, also die Sintflut habe ich schon erwähnt, nicht wahr? 1. Mose 7, 8. Aber wir gehen mal einfach mal so kurz durch. 1. Mose 41, 30 und 31. Wir lesen da so locker manchmal drüber. Aber da heißt es hier von Ägypten: Aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren, sodass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr drückend sein. Hungersnot heißt Klimaveränderung, nicht wahr? Heißt Dürre, heißt kein Regen. Ganz klar. Wir können weitergehen. 1. Könige 17,7. Da geht es um Elia. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Und wir wissen, 3,5 Jahre hat Gott gesagt, wird es nicht regnen. Klimaveränderung. Lukas 21, 25 und 26. Was sagt hier die Bibel? Lukas 21, Verse 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn der Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Markus 13, 8. Denn ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Königreich gegen das andere. Und es wird Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Unruhen und so weiter. Das alles ist der Anfang der Wehen. Also ihr merkt, wir haben viele Bibelbegriffe und Verse, die darüber zeugen. Wir lesen so einfach drüber. Oder Hiob 1,19, was passierte mit Hiob? Und siehe, Hiob 1,19, und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und er fasste die vier Ecken des Hauses, sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Da heißt es auch, es gab ein Tornado oder irgend sowas in der Richtung. Oder Jesaja 63, 19, wo Gott sagt,
dass die Berge, oder Jesaja sagt, dass die Berge vor dir zerflössen und Feuer wie Reisig entzündet wird und wie Feuer Wasser siedend macht und so weiter. Also das ganze Berge verschwinden. Interessant ist der Text Nahum. Vielleicht schlagen wir den mal auf. Nahum 1, 3 und 4. Nahum ist unter den kleinen Propheten. Das Buch Nahum spricht ja über Ninive. Und interessant, ab Vers 3 und 4, da heißt es Nahum 1, 3, 4, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus und er lässt alle Ströme versiegen. Baschan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanon verwelkt. Und so weiter, die Berge erheben sich und so weiter. Also, hier sagt es eindeutig, dass der Herr das auch tut. Ja? Klimakatastrophen, das sind die letzten 4500 Jahre seit der Sintflut immer gewesen. Eiszeit oder Heißzeit, Trockenheit oder Überschwemmungen und all diese Dinge, Erdbeben, Stürme, die gab es. Jedoch lese ich nirgendwo in der Bibel, dass ich als Mensch das Klima verändern kann. Ich lese nämlich schon, dass ich Haushalter bin der Natur, das ist richtig. 1. Mose 2,15, nicht wahr? Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Ja, wir sind die Bewahrer und Bebauer der Natur. Gott will, dass wir als treue Haushalter im Einklang mit der Natur leben, natürlich. Deshalb wird kein echter Christ, der Liebe zu Gott hat, die Natur kaputt machen. Das ist doch ganz normal. Das sind die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, zum Nutzen der Menschen. Schwierig wird es, wenn der Naturschutz über dem Menschenschutz steht. So wie ich letzte Woche las an einer Straße, wo so viele Poster an den Wänden hingen, eine Demonstration. Die sagten, Naturschutz ist nicht höher als Menschenschutz. So steht es. Gar nicht so weit weg von hier. Ganz groß drauf. Die Menschen sind frustriert, wenn ein Baum mehr Sorge bekommt und mehr Fürsorge als der Mensch, der daneben dran lebt. Und das erleben wir zurzeit. Gott hat übrigens versprochen, dass er das Ökosystem grundsätzlich erhalten wird, bis zu den Plagen. Da geht es dann nicht mehr. Aber er hat es versprochen. Wo hat er es versprochen? 1. Mose 8, 21. Was sagte er nach der Sintflut? 1. Mose 8, 21 und Vers 22. Da heißt es, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wie lange? Solange die Erde besteht. Genau. Solange die Erde besteht. Auf Gottes Verlass, sein Wort ist wahr. Was er sagt, das hält er auch ein. Und das ist der Glaube eines Christenmenschen. Nicht wahr? Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Angst wird geschürt, aber wir brauchen keine Angst zu haben. In Jesaja 30, 15 steht denn, so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israel, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Was lasen wir mal in 5. Mose 28, wo es Segen und Fluch ging? Könnt ihr euch erinnern? Der Segen ist dann da, wenn wir Gott lieben und gehorsam sind und wenn wir die Dinge tun, dann wird auch die Ernte reifen, dann wird es Regen geben, dann wird ein Eingang und Ausgang gesegnet sein und so weiter. Und wie heißt es dann, wenn du nicht Gott gehorchst, dann werden auch diese Naturkatastrophen kommen. Ja, Gott sagt das eindeutig. Die Welt will Klima retten, ja, aber den Retter des Lebens wollen sie nicht annehmen. Dabei ist Jesus Christus doch allein die Lösung für die Probleme dieser Menschheit. Er ist der Schöpfer,
er ist doch der Herr über Sturm und Wind. Könnt ihr euch erinnern, als er auf dem See Genezareth war und als dieser Sturm kam und die Jünger vor Furcht fast vergingen und dann hat er den Sturm gestoppt. Und was sagten die Menschen um ihn herum? Wer ist dieser, dem Sturm und Wind gehorchen? Ja, es ist der Herr, dein Erlöser. Das darfst du wissen. Deswegen brauchst du keine Angst haben. Wir haben in den letzten 2 Jahren wegen Corona gestritten, nicht wahr? Und der Widersacher, das ist Luzifer, hat die große Freude dran. Sind diese Maßnahmen gut oder nicht oder jene? Aber wo war die Verkündigung des ewigen Evangeliums, Geschwister? Haben wir uns damit einspannen lassen vor diesem Wagen der Propaganda, Corona, und dann wird diskutiert? Wo ist das Wort des Evangeliums verkündigt worden, sodass die Menschen aufatmen können und sagen, das ist die Lösung? Ja? Wir haben eine geistliche Klimakatastrophe in der Welt, aber auch innerhalb der Gemeinde. Und dies muss sich ändern. Niemand verurteile den anderen, heißt es, sondern jeder schaue auf sich und auf Christus. Und wir lassen die Freiheit nach der Erkenntnis, ganz klar. Aber wir folgen zuerst Gott. Die Bibel und die Geist der Weisung, das ist der Maßstab und auf diese Wahrheit kommt es an. Wir haben gelesen, dass die Menschen in Angst versetzt werden. Greta Thunberg, ihr kennt ja diese junge Dame aus Schweden, die Klimaaktivistin ist, hat auf der Jahrestagung in Davos Folgendes gesagt. Sie sagte, ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt. Denn das tut es. So nebenbei. Ja, das Haus brennt wirklich, aber nicht wegen dem Klimaproblematik, sondern weil Christus wiederkommt und das Sündenproblem da ist. Aber sie sagte, ich will, dass ihr handelt. Und dann sagte sie, ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Es ist bewusst geplant und gedacht, Angst zu kreieren, damit die Menschen unrationell handeln. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ist die Klima wirklich die größte Herausforderung für die Menschheit, so wie Greta Thunberg sagte? Eine 16-Jährige, die ja auch selber jettet und Handys hat und Computer hat. Und, naja, große Fragezeichen, nicht wahr? Sie gründet die Bewegung Fridays for Future, wo Millionen Schüler Unterricht verpassen am Freitag, nicht zur Schule gehen, auf den Straßen protestieren und so weiter. Ist das wirklich die größte Krise der Menschheit? Was sagt die Bibel dazu? Was ist die größte Krise der Menschheit? 1. Johannes 5,19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Ja? Römer 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist doch die Krise, dass wir unter uns Menschen verlieren, weil sie sterben, weil wir in diesem System der Sünde hineingeboren sind. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Evangelium, nicht eine Klimareligion. Das ist die schlimmste Krise. Geschwister, wir sind Menschenretter und nicht Klimaretter. Interessant ist ja die CO2-Geschichte, die mich leider immer täglich fast verfolgt, eben durch diese E-Mails und durch Leute, die sagen, ach, wir sind grün und wir sind ganz toll, wir haben so viel CO2 eingespart. Sehr interessant ist das eine kleine Video, was ich euch vorspielen möchte. Das sagt eigentlich sehr viel. Dies ist die Atmosphäre der Erde. Sie besteht zu 78% aus Stickstoff, zu 21% aus Sauerstoff. Sauerstoff und Stickstoff sind bereits 99% der Atmosphäre. Argon, Dämpfe und Spurengase machen 0,93% aus. Nur 4000 von 10 Millionen Molekülen sind CO2 in der Atmosphäre. Nur 120 dieser CO2-Moleküle sind menschengemacht. Und von diesen 120 CO2-Molekülen stammen 3 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen
sind CO2 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. 3 Gasmoleküle von 10 Millionen Gasmolekülen sind CO2 aus Deutschland. Die erste gute Nachricht daran ist, dass CO2 nur wenig zum Erdklima beiträgt, was uns die CO2-Aufzeichnungen der Geologen über hunderttausende Jahre auch bestätigen. Die zweite gute Nachricht ist, Deutschland kann sich in Sachen CO2 völlig aus dem Spiel nehmen und zurücklehnen. Weder im Guten noch im Schlechten können wir das CO2 in der Atmosphäre beeinflussen. Wenn die Atmosphäre so hoch wie der Eiffelturm wäre, also 324 Meter, dann wäre Stickstoff ca. 253 Meter hoch, in etwa so hoch wie der Messeturm in Frankfurt. Sauerstoff wäre dann 68 Meter hoch, vergleichbar mit der Spitze der Thomaskirche in Leipzig. Argon und der Rest wären 3 Meter hoch, in etwa so hoch wie das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. CO2 wäre so hoch wie eine Kaffeetasse, ca. 13 cm. Und der deutsche CO2-Anteil wäre so hoch wie ein Blatt Papier. Nein, nicht in der Länge, nicht in der Breite. Die Dicke des Papiers ist gemeint, 0,1 mm. Der deutsche CO2-Beitrag zur Atmosphäre ist so viel wie ein Blatt Papier im Vergleich zum Eiffelturm. Ich denke, das Video zeigt deutlich, was CO2 an Bedeutung hat für uns, fürs Klima. Das Fatale allerdings ist, dass diese Klimaaktivisten bereits auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen. Und diese betreffen auch uns, nicht wahr? Blackouts drohen, Klimaausgleich muss bezahlt werden von Reicheren in ärmere Länder, das heißt, unsere Steuergelder werden verwendet. CO2-Gesetze betreffen viele Bereiche, natürlich auch den Bau, aber auch den Verkehr und all diese Dinge. Und es führt, wie gesagt, zu einem Ablasshandel, wo man CO2 einsparen oder verkaufen kann, um sich reinzuwaschen. Die Prophetie hat gesagt, dass es in dieser Endzeit eine Diktatur gegen das Gewissen geben wird. Gewissens- und Religionsfreiheit wird beschränkt werden. Und jetzt können wir schon sehen, wie das passiert, nicht wahr? Durch diese Dinge. Der Krieg gegen deine freien Gedanken und Freiheiten hat längst begonnen. Wir sind durchsichtig geworden. Alles, was du tust, am besten auch die elektrischen Autos, wo du hinfährst, alles wird bekannt. Alles, was du denkst, ist in deinen E-Mails oder in deinem WhatsApp, alles wird bekannt. Der Krieg gegen die freien Gedanken hat begonnen. Ob die Meinungsmacher in Davos sind oder in Rom sind, sei nebensächlich. Aber deine Denkweise ist ein Problem, sagen sie. Und deswegen werden immer strengere Gesetze erlassen werden, die auch uns mal betreffen werden. Wenn ich ein evolutionistisches Gedankengebilde habe, dann komme ich zu diesen Entschlüssen oder zu diesem Urteil über das Klima. Ja, wenn ich ein biblisches Gedankenbild habe, dann komme ich zu einem ganz anderen Schluss. Interessant ist nur, dass die Natur über den Menschen erhoben wird, sogar über den Schöpfer, aber den Schöpfer wird abgelehnt und das ist natürlich dramatisch, obwohl auf der anderen Seite jedes Jahr in Deutschland 100.000 Kinder abgetrieben werden, ermordet werden. 100.000. Wo ist der Aufschrei? Wo ist der Aufschrei? Die Brüder Vogel haben mal ein Buch Deutschland aus der Vogelperspektive herausgebracht und sie sagten dort Folgendes. Ohne Gott und seinem Wort sind wir haltlos, kopflos, orientierungslos. Ist es nicht genau das, was jetzt passiert? Das Chaos nimmt zu in allen Bereichen, wo wir hinschauen. Überall. Trifft das nicht auf die politischen Entscheidungen zu, die wir gerade erleben? Obwohl die Bayerische Verfassung sagt, wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben, tun wir es nicht. Deswegen, Geschwister, es ist Zeit,
die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Das ist das, was die Menschheit wirklich braucht. Keine Klimabotschaft oder wie wir mehr Bananen essen als Fleisch oder wie auch immer. Wir brauchen die dreifache Engelsbotschaft. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Deswegen fängt es so an. Das ist die Grundlage, nicht wahr? Haben wir gelesen. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an, der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen gemacht hat. Und die Bibel sagt in Epheser 4, 17 bis 19 folgendes. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Also Unmäßigkeit schaltet die Vernunft aus. Wir haben eben nicht ein Klimaproblem, wir haben ein Sündenproblem. Und Ellen White beschreibt es so wunderbar, Tausende vergöttern die Natur, leugnen aber den Gott der Natur. In der heutigen Welt gibt es in einer etwas anderen Form genauso häufig Götzen wie im alten Israel, in den Tagen Elias. Schau an. Der Gott der Weisen von heute, der Professoren, Dichter, Politiker, Journalisten, der Gott der vornehmen Kreise, der Hochschulen, der Universitäten, ja der theologischen Fakultäten ist nicht viel besser als Baal, der Sonnengott der Phönizier. Wow. Wow. Diese Nation, Deutschland, entstand doch durch was? Warum ist sie jetzt gewesen, so wie sie ist? Durch die Reformation, nicht wahr? Die Hinwendung zur Bibel. Und was hat Gott daraus gemacht? Eine wohlhabende, eine prosperierende Nation. Ja? Und auch Europa. Also hier lebten Männer wie Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Jan Hus, John Wesley. Das waren alles Reformatoren, die gesagt haben, wir brauchen eine Reform. Und das Volk ging auf. Und der Wohlstand kam. Aber jetzt gehen wir zurück, Geschwister. Wir gehen in einen Pantheismus, der die Natur höher setzt, der die Unmäßigkeit deutlich in allen politischen Entscheidungen zeigt oder in vielen politischen Entscheidungen zeigt. Und deswegen braucht die Welt jetzt Menschenretter. Das Evangelium Jesu Christi, um wieder ausbalanciert zu werden, um nicht in Unmäßigkeit und Unvernunft zu verfallen. Wenn jemand die Erde retten will, der bekehre erst sein Herz und gebe er diese Botschaft den anderen weiter. Gott erhält das Leben. Diese schöpferische Energie, die die Welt ins Leben gerufen hat, wirkt noch immer, um das Universum zu erhalten und die Abläufe der Natur fortzusetzen. Die Hand Gottes lenkt die Planeten in ihrem geordneten Lauf durch den Himmel. Es liegt nicht an der ihr innen wohnenden Kraft, dass die Erde Jahr für Jahr in Bewegung um die Sonne fortsetzt und ihre Gaben hervorbringt. Das Wort Gottes steuert die Elemente. Er bedeckt den Himmel mit Wolken und bereitet den Regen für die Erde vor. Er macht die Täler fruchtbar und lässt Gras auf den Bergen wachsen. Es ist seine Macht, die die Vegetation zum Blühen bringt, die Blätter erscheinen lässt und die Blumen blühen lässt. Das ist eigentlich der Lebenserhalter. Ist das nicht fantastisch? Wir haben einen lebendigen Gott. Es ist nicht so wie eine Kugel, die man da losschießt und dann kreisen die Planeten um ihre Bahnen. Nein, Gott erhält all diese Kräfte im Gleichgewicht. Er erhält nicht nur diese Kräfte, jede Blume, dein Leben, dein Atem, alles wird von ihm gehalten, Geschwister. Nichts anderes. Nichts anderes. Aber es gibt jemand anders, der da reinfuscht. Satan wirkt auch durch die Naturelemente, um unvorbereitete Menschen, bildhaft gesprochen, als seine Ernte einzubringen. Er hat die Geheimnisse der Naturabläufe erkundet und bietet seine ganze Macht auf, um die Naturgewalten zu beherrschen, soweit es Gott zulässt. Alles ihm erlaubt wurde, Hiob zu peinigen, waren Herden, Knechte, Häuser, Kinder im Nu hinweggerafft. Und ein Unglück folgte dem anderen. Gott beschützt seine Geschöpfe und bewahrt sie vor der Macht des Verderbers. Doch das entartete Christentum, in dem wir heute leben, nicht wahr, verachtet das Gesetz Jahwes
und der Herr wird genau das tun, was er angekündigt hat. Er wird seinen Segen von der Erde wegnehmen und all jenen seinen Schutz entziehen, die sich gegen sein Gesetz und seine Lehren auflehnen und andere zwingen, dasselbe zu tun. Satan hat die Kontrolle über alle, die Gott nicht speziell schützt. Er begünstigt manche und schenkt ihnen Wohlstand, um seine eigenen Absichten zu fördern. Andere führt er in Schwierigkeiten und lässt sie glauben, dass Gott sie peinigt. Während Satan sich als großer Arzt ausgibt, der sämtliche Krankheiten heilen kann, bringt er Gebrechen und Unheil über die Menschen, bis große Städte in Trümmerfelder und Einöden verwandelt sind. Immer ist er am Werk, bei Unfällen und Katastrophen zu Wasser und zu Land, bei großen Feuerbrünsten, bei heftigem Wirbel und Hagelstürmen, bei Orkanen, Überschwemmungen und Sturmfluten, Flutwellen und Erdbeben. Überall übt Satan in tausenderlei Gestalt seine Macht aus. Er vernichtet die reifende Ernte und lässt Hungersnot und Elend folgen. Er verseucht die Luft und Tausende kommen durch Seuchen um. Solche Heimsuchungen werden immer häufiger und unheilvoller. Das Verderben befällt Mensch und Tier. Das Land verdorrt und verwelkt des Höchsten, die Höchsten des Volkes verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Das ist die Realität heute. Und Geschwister, wenn ihr mal mit Menschen sprecht, die Menschen verloren haben, die an einem Ort sich bewegen und da sitzen und weinen innerlich, weil sie ihre Liebsten im Meer oder in den Bergen verschlungen bekommen haben und die keine Hoffnung haben, das ist tragisch. Wir waren mit meiner Frau vor einigen Jahren an dem Gebiet, wo der Tsunami in Thailand war. Und dort gibt es ein Memorial, Tsunami Memorial. Und da geht hier durch so eine Schlucht hindurch. Und links und rechts sind hunderte Bilder von Menschen, die in der Sintflut, in diesem Tsunami untergegangen sind. Und da saß eine Frau. Und ich kam zu ihr und habe mit ihr angefangen, weil sie war offensichtlich eine Deutsche. Sie sagte, ich bin jedes Jahr hier. Ich bin jedes Jahr um die Zeit, Weihnachtszeit, hier. Denn 2004 ist ja das Unglück passiert, wo ich meine Liebsten alle verloren habe. Und ich bin alleine übrig geblieben. Wenn ihr den Schmerz seht, diese Menschen, dass sie dorthin fahren, um wenigstens nachzufühlen, wie es war, ihr Lieben, wir haben eine Botschaft zu bringen. Wir haben eine Botschaft zu bringen, die die Menschen aufstehen lässt, aufatmen lässt. Als wir gerade in Australien waren, Byron Bay, da ist es so eine Hippie-Stadt, sage ich jetzt mal dazu, gingen wir in die Gemeinde und da saß der Tony. Tony, ein Mann, der dort mithilft in einem veganen Café, um Menschen auch auf Christus anzusprechen, ist wunderbar gemacht dort, sagte mir folgende Erfahrung über Klima. Er sagte, ich war vor 2 Jahren auf Vanuatu. Vanuatu ist eine kleine Insel in der Südsee. Und wir kamen dorthin und ich nahm einen 15-Jährigen aus der Gemeinde, der geistlich aufgebaut werden sollte, mit. Und so flogen sie nach Vanuatu mit Maranatha, wenn euch das was sagt, das sind Leute, die bauen Kapellen und so weiter. Das ist, was wir auch in Zimbabwe getan haben. Und sie kamen dahin und sie sollten 4 Wochen da bleiben, die Gemeinde aufbauen. Und während dieser Zeit kam Lockdown. Und wenn von euch jemand die Zeitung gelesen hat, dann weiß er, dass Australien hier ganz schlimm war. Die haben alles zugesperrt. Jetzt sitzen sie in Vanuatu und der Rückflug ist gecancelt, weil es geht einfach nicht mehr hin. Und dann beteten sie und sagen, lieber Gott, bring uns nach Hause. Und der Bruder geht zur Botschaft, zur australischen Botschaft und sagt, hör mal, hier ist mein Pass. Ich bin Australier, hier mein Freund ist auch Australier, der junge Mann. Lass uns bitte nach Hause. Nein, du darfst nicht nach Hause.
Also das war auch eine interessante Entwicklung zu sehen, dass obwohl du Bürger eines Landes bist und du außerhalb bist, nicht erlaubt wurde, nach Hause zurückzukehren. Und sie aktivierten die Gemeinde in Australien und sie selber beteten und sagten, lieber Gott, bring uns nach Hause. Denn wir wissen, dass der Lockdown lange gedauert hat. Sie waren einige Wochen bereits da und als an diesem Abend er wieder zu Gott schrie, lieber Gott, bringe doch uns nach Hause, wir können doch hier nicht mehr länger aushalten auf diesen Inseln. Da sandte Gott einen Zyklon, Klimaveränderung, einen Zyklon über diese Inseln. Aber bevor er kam, war die Regierung genötigt, die Menschen auszufliegen. Und so flogen sie nach Australien zurück und kehrten nach Hause. Und sie haben Gott gedankt, Herr, danke, dass du den Zyklon geschickt hast, obwohl es für viele natürlich nicht so lustig ist, nicht wahr? Aber Gott hat das Klima in der Hand. Er hat gesagt in Johannes 16, 33, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich möchte aufhören mit diesem wunderbaren Zitat von Isaac Newton. Wisst ihr, was er sagte, als er das alles begriffen hatte, das Evangelium? Was sagt er hier? Alles für mich. Wir müssen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar vor dem Testament liest, ganz trocken, nicht wahr? Nein, sondern wie es der rechtmäßige Erbe liest. Der Erbe sagt, er sagt sich bei jedem Satz voller Freude und Jubel, das ist für mich, das ist alles für mich. Ist das nicht das Evangelium, was uns ein Strahlen ins Gesicht geben sollte? Das ist alles für mich. Ja, was denn? Die neue Erde, das neue Jerusalem, das neue Leben auf der neuen Erde, diesen Erlöser, der uns heute noch aufbaut und auch in dieser Zeit, noch in dieser Endzeit hindurchführen wird? Der Psalmist sagt, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Das ist hier der Text in Psalm 91, 14. Ihr Lieben, mögen wir diesen Namen weitergeben, nicht nur in unseren Herzen tragen, sondern den Menschen da draußen. Sie brauchen die dreifache Engelsbotschaft. Christus, komm bald. Amen. Ihr Lieben, wollen wir aufstehen und miteinander beten. Unser treuer Heiland, Schöpfer und Erhalter des Universums, du allein gibst Leben und Kraft. Du allein erhältst all die Planeten in ihren Bahnen. Und so wie sie in den Bahnen dahin gleiten, Herr, so perfekt und genau, so wirst du auch diese Erdgeschichte zu Ende führen. Und so wirst du auch deine Kinder beschützen, alle, die dich lieben und deine Gebote halten, die sich dir anvertraut haben als ihren Gott und ihren himmlischen Vater. O Heiland und Herr, wir sehen, wie die Menschheit in Angst und Schrecken gerät. O Herr, die Welt braucht deine Botschaft. Die Welt braucht das Evangelium, sodass sie auch ausrufen können, das ist alles für mich. Wie wunderbar, Herr, dieses Evangelium. Segne uns als Gemeinde Marienberg. Segne uns als Adventgemeinde Deutschland. Segne uns als weltweite Kirche der siebenten Tags-Adventisten. Und lass uns dieses Evangelium verkündigen und lass viele Menschen zu dir kommen. Segne uns, behüte uns, schenke uns die Kraft und den Mut, das zu tun. In deinem wunderbaren Namen beten wir. Amen.